Ab heute kann die Bundespolizei vorübergehend Kontrollen an allen deutschen Grenzen vornehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dies aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen für die Fußball-Europameisterschaft angeordnet. Die Kontrollen erfolgen auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten, an denen bisher keine Grenzkontrollen stattfanden. Außerdem können Reisende aus dem Schengen-Raum auch im Flugverkehr und in Häfen kontrolliert werden. Die temporären Kontrollen sind auf EU-Ebene bis zum 19. Juli 2024 beantragt worden.